Robbe hier, willkommen zurück zu einem neuen Angespielt von Vega Konflikt. Vielen Dank an der Meister für die App-Empfehlung. Willkommen in der endlosen Leere, ich bin Bur. Du kommst genau richtig. Bur also. Vega hat eine unserer wichtigsten künstlichen Intelligenzen, Sibyl, erobert. Du musst sie retten, bevor es zu spät ist. Oh mein Gott, Angriffsformation einnehmen. Tipp zum Auswählen, okay. Tippen zum Bewegen. Vorwärts. Wow. Wow, du hast kein Befugnis, dich hier aufzuhalten, Rebell. Dies ist ein Außenposten der Vega-Föderation. Krass, was geht denn hier schon ab? Wir müssen schnell Sibyl retten. Sibyl! Tippen, um anzugreifen. Angriff. Alter, fährt er da jetzt echt mal alleine hin? So quer durch die ganze Base? Oh, er greift an. Was hier ein Damage. Sibyl, kann ich die anderen auch noch? Na hier, Angriff. Volle Tacke auf Sibyl. Ich sehe überhaupt Sibyl. Sibyl, go. Bam. Die haben hier übertrieben. Diese dreisten Rebellen, davon wird die Vega-Föderation erfahren. Ja, gut gemacht. Doch es werden bald noch mehr Vega-Flotten eintreffen. Auf geht's. Vielen Dank für die Rettung, Kommandant. Da ist die Gute, ja. Alles fliegt in die Luft und dann steht sie da auf einmal. Vielen Dank, Kommandant. Die Rebellen danken dir. Als Belohnung möchte ich dir diese Basis überlassen. Ja, cool. Sieht aus wie Weltraumschrott. Sie ist etwas mitgenommen. Doch mit Sibyls Hilfe kannst du sie nur wieder vorne bringen. Alles klar. Die Rebellen würden von dir mit einem Talent... Ja, alles klar. Gut. So, sag mir, Kommandant, wie heißt du? Na, Kleine, wie heißt du? Robbe. So, dafür will... Ja. Nett, dich kennenzulernen, Robbe. Dein Name war noch frei. Machen wir dich jetzt bereit für den Einsatz. Okay, Rohstoffe stammen aus Asteroiden. Das sind Asteroide? Achso, der ist schon mal dran gekoppelt. Dieses Modulschiff Mineralerz ist eine Ressource, die zum Ausbau deiner Basis benötigt wird. Ah, okay. Tippen zum Auswählen. Mineralerzschürfer. Baut Asteroiden ab, um Minerals für den Basisbau einzusammeln. 1 Stunde 47, 52% voll. Alles einlagern, bitte. Ja, da oben links sieht man schon die Ressourcen. Hervorragend, Kommandant. Wenn es immer nur so einfach wäre, an Ressourcen zu kommen. Ja, mit mir, da klappt das schon. Du solltest ein paar Verteidigungsanlagen bauen. Die Missionsziele verraten dir, was du als nächstes tun musst. Okay. Viel Glück, Kommandant. Das war's. Das war die Einführung. Ja, nice. Auf geht's. Das nenne ich mal eine spontane, kurze, knackige Einführung. Bonusangebot. Jawohl. Komm, wir hauen hier Geld raus, oder? 89,99. Ist doch easy. Plus Schlachtschiff Rancor. 2 Stück auch noch. Das können wir doch eigentlich machen. Das machen wir auch, oder? Natürlich nicht. So, wir gucken erstmal, was gibt's hier noch so. Kanal beigetreten, Sektor 4500. Okay, da schreiben wir mal was. Hey. Ich bin's. Dein Vater. Wo steht meine Nachricht? Wo steht meine Nachricht? Hey, ich bin's, dein Vater. So, was kann man machen? Baue ein Kampfmodul. Missionsbeschreibung. Die Gegend hier draußen ist nicht eben gastfreundlich. Diese Operation wird angegriffen werden. Was? Die Operation wird angegriffen werden. Okay. Und du musst dich verteidigen. Okay, da. Baue ein Kampfmodul. Modul finden. Ah, okay, das ist quasi mein Mutterschiff hier in der Mitte. Dann wollen wir mal was bauen. Construct. Kampfmodul. Haltbarkeit 211, maximale Masse 200 Tonnen. Ich frage mich gerade, 200 Tonnen im All. Ist das schwerelos? okay. Kostenlos. Module müssen in der Nachbarschaft Modulen mit Energieplatz. Ist das schon dahingesetzt jetzt? Ich habe es doch gar nicht gedrückt. Drücken und halten, um das Modul aufzunehmen. Ziehe es dann auf eine neue Person und lasse es los. Okay. Das ist halt... Ah, okay, da wird es verbunden mit dem Ding. Okay. Jetzt kann unsere Basis sich selbst von gegnerischen Flotten schützen, zumindest solange ein einzelner Geschütze um sie aufhalten kann. Okay.
Kommt jetzt was? Kommt jetzt was? Kommt jetzt was? Schieß, schieß, schieß. Nein. Was macht mein Sohn? Was macht mein Sohn? Mein Sohn? Ich bin dein Vater. Sag, Licht ist wieder zurück in der Heimat. Hier ist so ein Brocken. Rohstoff-Asteroid. Schauen wir mal rein. Platziere eine Schiffeinheit neben diesen Asteroiden, um den Abbau von Rohstoff zu beginnen. Bleibt Zeit unendlich. Kann ich das ab... Ich habe unendliche Zeit, um das Zeit abzustellen. Was kannst du denn hier? Technikerbau. Hier werden hochentwickelte Module und Schiffsverbesserungen, darunter Schilde, erforscht. Okay. Ja, ich habe noch ein Kampfmodul hier oben, ne? Habe ich gebaut. Belohnung abholen. So, schalte die KIAN an und beseitige Vega-Kundschafterflotte. Okay, wie mache ich das? Willkommen, Kommandant. Der griechische Flotte liegt vor uns. Pass gut auf, was du hier lernst. Wird wohl dein Kampf gegen Vega von großem Nutzen sein. Na ja, ja. Ja, mach mal. KI aus. Lehn dich zurück und sieh zu, wie deine Flotte die Vega-Kundschafterflotte angreift. Okay. Will mich nicht zurücklehnen. Es sieht aber nice aus, Leute. Ganz ehrlich mal jetzt. Das sieht schon nice aus. Das sieht richtig geil aus gerade. Ausgehängte Arbeit, Kommandant. Aber warte nur ab, bis ich dir zeige, was ein richtiger Kommandant... Glückwunsch, du hast eine Mission abgeschlossen. So, weiter geht's. Okay, wo ist meine Mission? Ich will die nächste Mission. Gib her das Zeug. Wähle alle deine Schiffe aus und besiege die Vega-Kundschafterflotte. Ich hab doch kein... Hier bitte drauf. Ja, du die anderen natürlich auch. Kann ich nur einsteuern? Kann ich den jetzt steuern? Cool, der fliegt dahin. Der fliegt zu meinem Finger. Ausgezeichnet, Kommandant. Konzentriere deine Feuer um die Wege unter der... Okay. Okay, komm mal her. Ja, flieg nach vorne. Ah, jetzt kann ich alle drei steuern. Oder wie? Flieg mal hier hin. Du hier hin. So, kannst du auch... Ach so, du kannst nur nach vorne schießen. Ah, scheiße. Wieso kannst du nur nach vorne schießen? Holy shit. Das war wohl nix. Das muss so. Das ist Absicht. Oder? Pech gehabt. Das ist keine Absicht. So, weiter geht's. So reicht das doch. Genau. Braucht doch gar nicht hier blöd hin und her fliegen. Hauptsache, du kannst hier schießen. Knubbelt schön, dass ihr euch Hauptsache alle treffen. Das ist perfekt auf jeden Fall. So, jetzt hau ihn weg. Wieso fliegt er nach rechts und nach links? Bäm. Das war schon gar nicht so leicht, muss ich sagen. Zurück zur Basis. So, weiter geht's. Hier, was ist hier los? Was ist hier im Chat los? Destroyer, kannst du eventuell auch mal den Ball flach halten? Jeden Tag, wenn du da bist, ist hier was los. Destroyer. So, was ist hier los? Habe ich gemacht, vielen Dank. Wähle deine Schiffsfabrik aus und baue ein Schiff. Mach ich. Das ist meine Schiffsfabrik. Ich will ein Schiff bauen. Corvette Voyager. Die Corvette Voyager wird eine gute Ergänzung für deine Flotte darstellen. Lass uns dieses Schiff gleich bauen. Das Schiff hört sich scheiße an. Kostenlos. Ausgezeichnet, Kommandant. Ist das schon fertig? Das ist ja krass. Ihr baut ja hier in Lichtgeschwindigkeit. Guckt euch meine Flotten an. Nix drinne. Dies ist der Flottenmanager, Kommandant. Hier kannst du deine Flotte... Okay, eines organisieren. Okay, wollen wir das mal machen. Wow, hier, alle Schiffe. Ja, kommst du mit rein? Das ist Fregatte Harrier. Corvette Voyager. Kommt auch noch mit rein. Corvette Pathfinder. Oder auch deutsch auch Pfadfinder genannt. So, denke daran, dass dein Level... Blablabla. Komm, Baby. So, Flotte starten. Wow. Ein perfekter Start, Kommandant. Fordere deine Belohnung ein und ganz gewiss wird Burr dir helfen, ein Ziel zu finden. Okay. Wow. Wo bin ich? Das ist quasi so... Ich finde mich jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr wieder. Okay, wo soll ich jetzt hin? Ja, wo ist denn Burr, Kollege? Burr? Hier, was ist mit dem? Spieler ist mächtig für einen Angriff. Ist zu... Ach, zu mächtig sogar. Hier, dieser hier. Den hier. User. Kann ich nicht angreifen?
Wieso kann ich dich nicht angreifen? Hier, angreifen. Ah! Wo bin ich? Wo ist mein Schiff? Da! Warte doch mal, warte mal, warte mal, stopp mal! Stopp mal hier, ho, Hans! Greif Hans an! Oder den, oder den. Oder den. Kannst du stehen bleiben? Ah, cool, du kannst stehen bleiben. Das ist ja nice. Guck mal hier hin. Hier, greif mal Hans an. Kann ich nicht Hans angreifen? Komm hier, Rixis. Geht auch nicht. Seronix. Geht auch nicht. Dann nehmen wir hier. Sneeds. Bündnis ansehen. Bündnis ansehen. Wieso kann ich ihn nicht angreifen? Planeten verlassen. Und jetzt? Tschüss. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, da. Ah, hier bin ich. Ja, nice. Wow, was habe ich hier denn für einen Russen neben mir? Richtig. Oh, oh. Der macht mich bestimmt platt. Hier, was ist mit Karöttchen? Karöttchen. User. Hier. Den vielleicht. Geht auch nicht. Hier, den Chinesen. Oh, geil. Den kann ich angreifen. Yes, jetzt geht's los. Greif ihn an. Greif ihn an. Greif ihn an. Da bin ich. Okay. Flotte Kampf beitreten. Schlacht beginnt in 5, 4, was muss ich machen? 3, 2, 1. Oh shit. Oh shit. Guck mal hier hin. Bleib mal zusammen, bleib mal zusammen. Bleib zusammen, bleib zusammen, bleib zusammen, bleib zusammen. Oh, da wird geschossen. Kannst du das angreifen? Du auch bitte, das angreifen. Du hier auch. Was machst du da? Ich hab dich doch gar nicht da. Alter Scheiße, okay. Das ist krass. Ja, jetzt wird schon. Ah, okay. Schießt du auch durch die Gebäude? Krass. Null Chancen. Null, Mann. Da fliegen sie wieder zurück, obwohl sie tot sind. Niederlage, ja. Ey, Bur wollte mir doch helfen. Bur, wo bist du? Okay, das habe ich geschafft. Danke. Tschüss. Ich will jetzt zurück. Navigieren. Nach Hause. Nach Hause. Ja, ist das Spiel. Also, ich denke, das soll's jetzt gewesen sein von Vega-Konflikt, ja, Krieg im Weltall. Also, okay, bleiben wir mal kurz ernst. Ich denke mal, ich werde es weiterspielen, weil so schlecht sah es gar nicht aus. Man kann, hat so seine Basis, man kann so ein bisschen aufbauen. Es gibt ein riesiges Weltall. Es ist jetzt zu kurz gewesen, die Zeit, um wirklich ein Fazit abgeben zu können. Ich finde es auf den ersten Blick noch finde ich es interessant. Von daher möchte ich noch ein bisschen privat weiterspielen. Wenn ihr auch Bock habt, wie gesagt, Vega-Konflikt, einfach mal im Play Store eingeben. Da werdet ihr es schon finden. Ansonsten schreibt eure Kommentare runter, falls ihr das Spiel kennt, falls ihr es geil findet. Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Ciao.